Diesmal schalten sie uns wenigstens nicht irgendwas aus. So, die haben keinen Teleporter, das ist auf jeden Fall schon mal schön zu wissen. Burst Laser. Versuch erstmal deren Waffen komplett auszuschalten. Und danach. Ach, die haben 4 Waffensysteme. Aber die haben es nicht geschafft, uns zu beschädigen. Das ist natürlich auch nett. Die haben halt 4 schwache Waffensysteme. Aber wir treffen die gerade auch nicht so wirklich. Ja, und dann tarnen sie sich halt. Das ist ja auch unfair hier. Betrug. Unser Medibay getroffen. Geht das mal eben reparieren, bitte. Danke. Sehr nett von euch. Ja. Momentan läuft es eigentlich gerade ganz okay gegen die. Das heißt, ich würde. Achso, jetzt haben sie wieder ihr Schild und alles aufgeladen. Ah, ich werde einfach wegjumpen. Die sind mir irgendwie zu nervig. Slugship hails you. We've detected some worrying radiation coming from your medical unit. Perhaps you should take a look. As the signs of your medical base shuts off and the crew teleports aboard from a nearby station. They look like engineers. They don't look like engineers, ja. Na dann. Ist natürlich extrem hässlich, dass sie unser Medibay da ausgeschalten haben. Sorgt natürlich jetzt dafür, dass wir unsere Autoheilung nicht funktioniert. Achso, und vielleicht sollte ich auch mal feuern, ne? Wäre vielleicht ganz nützlich, ja. Und vielleicht sollte ich den Eggman und die zwei erstmal retten. Und du gehst mal da runter. Und ihr zwei geht mal da rein. Aha. Ich habe halt auch Angst, wenn die mich jetzt treffen irgendwo, dann sterben die halt. Also, wenn der Eggman noch einen Hit kriegt von irgendwie einer Missile oder sowas, die auf uns feuern, dann wäre das halt ziemlich eklig. Okay, einen getötet, zwei getötet, okay. Aber wir töten die auch gerade ziemlich hart. So, Bodyguard, du gehst da rein und du bist Maschinenraum, du gehst da rein und du bist, wer bist du eigentlich? Mr. Booger. Eggman? Ah, okay. Na, dann, ach so, irgendjemand sollte auch, unser Waffentyp soll mal das eben reparieren. Gut, erstmal muss ich mich jetzt wieder so ein bisschen fangen. Ist gerade ein Haufen Zeug passiert. Wir müssen erstmal wieder alle hochheilen. Wir müssen uns Sauerstoff wieder machen. Also gerade alles in Ampelfarben hier, außer Seppo, der lebt noch ganz gut eigentlich. Ja. So, Sauerstoff. Wer bist du, Frederik? Du bist Waffen. So, du und du bist Eggman und... Mr. Booger, ich glaube, ihr hattet keine Aufgabe, oder? Bodyguard, Maschinenraum, Pilot, Frederik. Ist Frederik der Waffentyp? Ja, ist er. Was mich aber hier wundert, dass der Maschinenraumtyp, dass der noch nicht gelevelt ist. Ah, weil der einfach alles mal gemacht hat. Okay, gut zu wissen. Der Bodyguard ist auch gut in... Ah, Mann, ey, ich hatte die teilweise vertauscht, glaube ich. Also relativ lang, weil... Der Bodyguard ist... Ach so. Ne, passt schon. Naja, irgendwie da war irgendwas gemismanaged. Naja, kein größeres Problem. So, ich werde jetzt erstmal in den Store jumpen, denke ich. Und mal gucken, ob es hier irgendwas Tolles gibt. Mhm, Defense, Anti-Personal, also erstmal alles reparieren. Ansonsten kaufen wir das, verkaufen können wir nichts und ich würde sagen, wir jumpen sofort weiter. Also es gibt jetzt eigentlich auch nichts, das ich machen könnte. Ja, jetzt müssen wir hier halt einen Leerjump machen, aber ist kein größeres Problem. So, wir jumpen weiter nach dort oder nach unten und dann sind wir auch schon im nächsten Sektor. When it comes to slugs, no news, it's not necessarily good news. However, if they are watching, don't seem to want to confront you. Naja, dann springen wir zum Exit. This long-range beacon is almost hidden within a nebula. When the fast life draft is charged, you can jump to the next sector. Ja, gab eigentlich nicht allzu viel in diesem Sektor gerade, was passiert ist.
Und Slug Home Nebula, Slug Controlled Nebula. Dann würde ich doch sagen, ist beides nicht wirklich, was ich will. Also überall sind Schnecken. Ene mene Mister. Ich will Pertum Harm. Home Nebula oder Slug Controlled Nebula. Ach, da fliegen wir mal in deren Heimatland. The slugs that live in the nebula feed a leisure-centered civilization. Everything in slug life is done in the pursuit of more currency and more time in which to spend it on extravagant adventures. This inevitably leads to much treachery in open space. Okay, also diesen stellen uns gerne Fallen. Ja, dann springe ich erstmal da runter und dann nach oben und hoffe, dass ich irgendwie an die 70 Scrap oder sowas komme, bevor ich zum Store komme. As you jump in, you immediately see an impressive slug pirate ship with a black raven painted on one side. They hail you. Greetings, I'm a dreaded pirate. Captain Knights, you must be full of fear, no? You've heard of me, no? No. Well, I've heard of you, and I must see if you're a danger as dangerous as they say. I challenge you. Ich kann die Challenge annehmen oder die kleinen. Ich nehme mal an. Und ich habe Angst, dass die uns den Arsch versohlen werden. Ja. Okay. Den Ionenblaster auf die Waffen. Den Burst Laser auch erstmal alles auf die Waffen. Und ich hoffe, dass das Anti-Ship, dass das alles so funktioniert, dass ich die Waffen zumindest mal kurzzeitig ausschalten kann. Sehr schön, da haben wir die Schilde erstmal getroffen. Ohne dass ich das eigentlich wirklich wollte, aber ist natürlich. Netter Touch, wenn wir die Schilde mal ein bisschen treffen. Eine Waffe funktioniert schon mal nicht mehr, ist auf jeden Fall hilfreich. Und unser Engine-Typ hat gelevelt. Ach ja, die haben sich wieder getarnt, ey, das ist doch doof. Ja. So. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die vernichten kann irgendwie. Dieses Tarnding, ey, ist völlig nervig. Okay, die Waffen haben wir so weit schon gut vernichtet. Ja, ich glaube, wir haben gute Chancen gegen die gerade. Muss ich sagen, sieht eigentlich viel besser aus, als ich erwartet hätte. Ach ja, und dann tarnen sie es wieder und dann sieht es doch wieder nicht so toll aus. Aber solange sie uns keinen Schaden machen, werde ich hier auf jeden Fall versuchen, die zu töten. Ihr doofen Schnecken hier, was ist eigentlich das da? Ist da ein Staubsauger im Sauerstoff? Oder ist das nur die Schnecke in der Frontalansicht? Oh. Ja, vielleicht sollte ich tausche mal kurz die Plätze. Keine Lust, dass mir hier einer abschmiert. Muss nicht sein. Ach so, ich habe ja auch hier die zwei Leute eigentlich, die hier helfen könnten. Ja. So, wer bist du eigentlich? Mr. Buga, Eggman, Bodyguard. Ja, du gehst mal wieder schön hier rein, du gehst mal hier rein und du gehst hier rein. So. Ja, ich bin mir gerade nicht so wirklich sicher, ob ich zufrieden bin mit der Situation oder nicht. Ich könnte einfach abhauen jetzt. Und ja, ich werde auch einfach abhauen, bevor die mich dann noch 100 Mal treffen. Muss gerade nicht sein. You spot a rebel ship in Nebula ahead and stay off their radar. Try to engage. Without sensors, you can't maintain a lock for long. The rebels slip away. Ja, wir haben die verfolgt und ach so. Hä? Warum sehe ich das Schiff da, aber kann nicht angreifen oder so? Komisch. Also ich sehe es noch, aber kann es nicht mehr angreifen, was natürlich seltsam ist. Ja. Dann haben wir jetzt nicht viel geschafft mit diesen Jumps hier bis mittlerweile oder bisher. Und ich würde eigentlich auch ungern mit 28 Scrap nur in den Store gehen. Aber irgendwie kriege ich auch nichts mehr wirklich so tot. A slug ship, a rogue you suspect, approaches, but when he sees your Federation, he thinks better off the sneak attack and fires everything he has. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Ob wir gegen den hier bessere Chancen haben. Also, der kann sich zumindest nicht tarnen. Das heißt, wenn wir den mal
wenn wir den mal runterkriegen zu einem gewissen Punkt, dann haben wir auch Chancen, ihn zu zerstören. Und ich glaube, es brennt in unserem Schiff. Geht doch mal nachgucken, ja. Und jetzt habe ich ein Problem, da die uns vernichten werden, glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall kritisch aus gerade. Wir können auch gerade nicht mehr feuern. Außer den Ionenblaster und dem Burst Laser haben wir nicht genug Power. Ja, nee. Sieht schon wieder stark nach Ende aus. Aber wir können jumpen. Jump ich mal zum Store und repariere mich und ja. Irgendwie läuft es nicht allzu gut. Ich kann mich nicht mal komplett reparieren, weil ich nicht genug Geld habe. Achso, vielleicht sollte ich auch mal halt. Ihr zwei geht da rein. Wer bist du? Mr. Buga. Nee. Frederik geht da rein. Du gehst da rein. Ja, irgendwie, von was ich gerade so sehe, glaube ich nicht, dass der da noch allzu lang gehen wird. Grund ist einfach, ich habe irgendwie kein vernünftiges Waffensystem aufbauen können, das stark genug ist, einen Gegner mit 3 Schilden vernünftig zu töten. Ich muss ja hier ganz oft fliehen und so und, ja, wie ihr seht, ich krieg halt nichts mehr so wirklich tot. Und, ja, niemand hier. Huch, jumpen wollen wir. Ja, dann jumpen wir nochmal da rundher. Und irgendwie ist halt ungut gerade. Oh, dann könnten wir vielleicht tot gegen ein Advanced Rebel Automated Ship remains stationed near a small Rebel Space Station. However, without functioning sensors, it is impossible to tell what is inside. Ja, das werden wir auf jeden Fall angreifen. Diese Automated Ships sind normalerweise relativ schwach. Der hat hier 2 Burst Laser und einen, ich weiß gar nicht, was das andere ist. Aber ja, man sieht schon, es sieht besser aus als erwartet. Von daher, na, könnten wir die mal wieder tot bekommen? So, wir feuern kräftig drauf. Selbst sie kriegen unsere Schilde zwar runter, aber die machen nicht genug Schaden oder sie feuern nicht oft genug, um uns komplett zu töten. Das heißt, wir nehmen nicht mal Schaden jetzt und hoffe, dass wir hier ordentlich Loot bekommen von diesem Ding. Es wird halt echt richtig knapp gerade. Und irgendwie, es wäre schon schade, wenn dieser Run schon wieder enden würde. Der war eigentlich relativ lang jetzt und auch relativ gut zumindest. Wir sind ja jetzt schon Sektor 6 oder sowas. Von daher, die sind jetzt erstmal tot. Ich hoffe, ich krieg jetzt 10.000 Scrap oder so. Komm, einmal, one time. Ja, jetzt sind sie endlich mal tot. Und 39 Scrap, naja. Ach ja, und wir können hier noch ein bisschen rumgucken und dann bekommen wir nochmal 24 mehr. Und muss ich schon sagen, war schon ganz gut. Also kann man sich nicht beschweren darüber. Und Schilde würden jetzt kosten 180, habe ich aber gerade nicht. Ansonsten könnte ich hier einen mehr Power kaufen. Moment, ich schau mal eben. Upgrades, was einen mehr Power bringen würde. Ja, es bringt 5 pro Dings, das heißt bis Level 5. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Power reinmache, dann bekomme ich 5 mehr Dodge, denke ich, dafür. Das wären dann 33, ist mir gerade nicht wert. Ich werde lieber... Oh, da ist ein Store, wunderbar. So, bitte was Vernünftiges, Store. Ich bin nämlich gerade echt am Abnippeln. Und ja, reparieren wir uns erstmal, ansonsten Drone Parts und Benzin und dann bin ich auch schon wieder mein ganzes Geld losgeworden. Ich würde sagen, wir jumpen in Richtung Exit. You're surprised to find a ship without slug markings stranded all the way out here and move to provide assistance. When you see the pirates insignia on the hull, you quickly reconsider. Ja, ich greife mal an. Ich glaube, wenn ich jetzt nur noch passiv bin, dann komme ich halt auch nicht weiter. Ich muss halt jetzt mal versuchen, hier ein Risiko einzugehen und die zu bekämpfen. Und schauen wir, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich.
Ja, die Drohne feuert, meine Waffensysteme feuern auch alle. Sie sind nicht mal, sie kommen nicht mal annähernd durch unser Schild durch. Und ich hoffe, ich kann mal deren Waffensystem jetzt ganz ausschalten auch. Und das sieht doch schon mal ganz nett aus. Es blinkt zumindest und alles ist orange bei denen. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen, wenn bei den Gegnern alles orange aufleuchtet. Und bei uns alles noch grün ist. Gefällt. Kann man sich nicht beschweren, ja. Dann hoffe ich jetzt, dass wir auch hier ein ordentliches Angebot von denen bekommen oder dass sie, wenn die sterben, uns einen Haufen Zeug droppen. Sterbt mal bitte. Ja, manchmal wünschte ich mir, es gäbe so einen Vorspulbutton in dem Game. Zum Beispiel gerade ist es so, dass wir halt den Kampf da zu 99,99999999% gewinnen, aber es halt dauert. Takes everything we have and let's both forget this happened. 2 Fuel, Drone Parts, 1 Scrap, nur 27. Nee, ich will mehr. Gib mir mehr. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch wirklich gewinnen und dass sie nicht noch irgendwie einen Trick auspacken oder so. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. So. Oh, ich treffe gerade voll auf daneben, ey. Ungut. Ist auch immer hässlich, wenn man sich eben die Sensoren geupgradet hat und dann durch Nebula fliegen muss und dann halt die ganze Zeit nichts sieht. Ich würde gerne sehen, was bei denen gerade auf dem Schiff abgeht, was die gerade machen, wie die gerade versuchen, sich zu retten und so. Aber kann ich leider nicht machen. Aber da haben wir sie getötet. Also davor haben sie uns 27 Scrap angeboten. Und jetzt haben wir Drone Parts, 54 Scrap und Defense Drone Mark 1. Ja, Defense Drone Mark 1 ist halt relativ schlecht, glaube ich auch. Ja. Also Power Required 2. Und es gibt auf jeden Fall, denke ich, bessere Defense Drones. Naja, schauen wir mal. Ich werde jetzt nicht nochmal zum Store zurückspringen. Der hatte eh nichts Interessantes. Ja, dann gucken wir mal, was gibt's hier. You arrived at the long range beacon. When the fast and light drive is charged, you can jump to the next sector. Trade fuel 10, drone parts minus 1. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Deal hier. Den mache ich auf jeden Fall.